Ja, Tenno, herzlich willkommen zurück zu Warframe. Lange ist es her, dass wir hier waren. Und ja, ihr seht richtig, irgendwas sieht komisch aus. Aber was ist es wohl? Nun, endlich haben wir mal gesucht, wo wir denn die Farbgebung anpassen können. Wie wir immer auf Twitch bei den Deathstreams von Warframe gesehen haben, alles haben irgendwie andere Farben, die Schriftzüge, die Cursor, wie auch hier. So, und das geht unter UI anpassen. Ja, wer hätte es gedacht? Hier könnt ihr nämlich auswählen verschiedene Farbkombis. Eigentlich Equinox mein Style, aber sieht für die Augen irgendwie komisch aus. Das hier war das Original. Wir gehen mal auf Legacy. Hoher Kontrast. Ja, ist auch okay. Sieht ganz angenehm aus. Aber wir nehmen mal hier. So, Hintergrund gibt es eigentlich nur den, denn die anderen sind momentan. Ordis, du mit deinen Witzeleien. Ja, ist eigentlich der andere. Ihr könnt natürlich noch andere kaufen. Hintergrund Baruch. Deadlock-Protokoll. Und so weiter. Audio weiß ich noch nicht ganz. Wir gehen mal auf. Ach nee, Corpus kann man nur kaufen. Das hatten wir am Anfang. Gehen wir auf Legacy. So, Cursorfarbe einstellen, Cursorgröße und Cursorform. Wir haben uns gedacht, keep it simple. Und gut ist. Hier funktioniert irgendwie irgendwas nicht. Egal, was ich umstelle, Warframe. Rang in Besitz, Polarität, keine Ahnung, passiert nichts, Nindus. Vielleicht sind das einfach nur. Keine Ahnung. So geht das zumindest. So. Und was wir noch haben, wofür Folgendes notwendig ist, denn das Sichtfeld hochzudrehen. Denn ich zeige euch mal mit dem. Ups. Nein. Jetzt müssten wir wieder Sichtfeld 90 haben. Wir haben uns. Es gibt ja neue Dinge, ne? Und unter anderem haben wir unseren geflügelten Affen von Oz, den Affenkönig, gebastelt. Die Flüge gibt es jetzt auf Fortuna. Immer noch die Valentinstags-Quests, wer sie noch nicht hatte und gemacht hat. Fanbro chillt und streckt sich. Genau. Allerdings sind die Flüge relativ groß, wie ihr seht. Und wenn ihr das Sichtfeld nicht auf 90 habt, dann nehmen die fast den ganzen Bildschirm ein. Das zeige ich euch nochmal schnell. Anzeige, Sichtfeld, runterdrehen, bestätigen. So. Tada. Das ganze Bild ist eigentlich fast eingenommen. Daher sind sie etwas, ich möchte sagen, unpassend. Allerdings. Phantome falsch. Optionen. Hallo. Da. Allerdings, ja, werden die Flüge uns auch nicht ewig begleiten. Ich wollte sie aber haben. Denn das Thema passt ja perfekt. Wir können ja mal noch schauen, wie sie bei Loki aussehen. Loki aussehen. Verzierung. Ja. Aha. Die weißen Schwingen des Loki. Na, würde vielleicht mehr noch zu Valkyr passen oder so. Bei Loki passt schon das Schneethema mit der Kapuze und dem Frostfall. Da passt das schon gut. Gehen wieder auf Wukong. Excalibur Umbra habt ihr ja ta zu tausendfach gesehen. Was ich aber noch erwähnen kann, falls es noch nicht im Video war, das letzte ist ja schon eine Weile her. Wenn ihr Waffentypen habt, die auch eine Nebenhand sozusagen führen, wie zum Beispiel Schilde und Angriffswaffen, gerade hier bei Egg und Brunt zu sehen, könnt ihr bei Warframes mit Spezialwaffen-Ults, also die auf Stufe 4 eine spezielle Waffe haben, das einsetzen und dann behaltet ihr, zumindest was den Skin angeht, das Schild immer noch am Arm. Allerdings hier in unausgefahrenen Zustand sozusagen, ungenutzt, ja. Alle anderen Schilde sind dann ebenfalls sichtbar. Bei anderen Waffen, zum Beispiel Doppeldolchen, habe ich es noch gar nicht probiert. Aber naja, so. Was wollen wir machen? Wir gucken jetzt auf Fortuna. Hier wird gebaut. Frampro chillt, Helmimpf muss noch gefüttert werden mit restlichen Warframes. Und was haben wir noch? Wir haben die Sendepause, denn es gibt der Glasmacher, ja, ihr seht, Rang 104. Da haben wir reingegrindet. Und jetzt ist wieder Sendepause am Start. Die anderen hatten wir leider verpasst. Ich hoffe, die kommen nochmal wieder. Aber auch hier könnt ihr alte Dinge, die es früher schon gab, wiederbekommen.
wie ihr seht, zumindest wurde es so angekündigt, da werden wir auch wieder ordentlich reingrinden. Warframe allerdings die letzte Zeit etwas schleifen lassen, da es nun sehr zeitintensiv ist. So, was können wir nebenbei machen? Magnetismusschaden, genau, das hatten wir ja schon geskillt. Scannen, Sekundärwaffenkills, Invasion-Typen müssen extra, Wards müssen extra und Kuva muss extra gemacht werden. Und das hier noch. So. Was haben wir sonst noch? Wir müssen weitermachen in unseren neuen Abteilungen der Syndikate. Die anderen haben wir ja schon. Obwohl wir da später nochmal reingrinden müssen, um besondere Sachen zu holen. War das denn so blau? Ach genau, es war wegen der UI-Anpassung. Hier müssen wir noch rein. Das geht aber automatisch. Da verschwenden wir keine Zeit. Feier des Jahr des Ochsen. Ja, genau. Denn dafür gibt es also einmal neu. Hier, da gucken wir gleich hin und schauen uns das an. Und dann gibt es hier regelmäßig abwechselnde Dinge zu tun. Alles im Korpus sind. Und das werden wir tun. Aber erstmal schauen wir hier hin. Ja, wir müssten das noch machen für die Opticore Wanda. Das machen wir aber offscreen. Und schauen erstmal auf Venus Fortuna. Und dann zeige ich euch, was es alles bei... Hieß er Tick? Nee, Tick. Keine Ahnung. Was es hier alles noch Neues gibt. Die Flüge gibt es hier oben. Wupp. Genau, bei Ticker. Sterntag-Zuneigung. Hier könnt ihr die Schwingen bekommen. Neue Farbpaletten. Ja, Puppen. Ja, ist erstmal hinfällig. Deko für den Orbiter. Sehr schön. Ja, massig Klüven. Fire Skins, das ist natürlich Pflicht. Sniptron Blaupause und Ignis Wave Blaupause, die wir beide noch nicht haben. Und für den Master Rang holen wir uns die auf jeden Fall. Dafür brauchen wir Fortschritt. Fortschritt. Hier ist es Familie, hier war es Training, genau. Könnt ihr auch mehrmals kaufen. Und hier Familie. Familie und Fortschritt ist eigentlich das, was nötig ist. So. Sonst ist alles gleich. Und dafür müsst ihr ja eigentlich nur die typischen Quests machen da hinten, um das zu bekommen. Bei den Kitguns gibt es... Kitgun bauen. Genau. Neue Dinge. Ja, das Reden stört manchmal. Gibt es denn noch was Neues auf Fortuna? Da schauen wir schnell mal durch zusammen. So, aber das Jahr des Ochsen wartet ja noch auf uns. Da gehen wir jetzt hin. So, wir sind auf öffentlich geschaltet. Sehr gut. Gegen Korpus müssen eher noch Magnetismus für die Sendepause erfüllen. Super. 50 bis 65 könnte nur ein Problem werden mit unserer Waffe. Werden es erleben. So. It's from Fortuna. Alethei selling the latest in asset security. Conduits. Put the key in and you can pull the shinies out. Trick is. Und automatisch. Something happens to the conduit before you can pull the goods. You don't get the goods. Ever. Also, the bleeders Allied sold the tech to will try to kill you. Give that console the old bypass so we can get this thing started. Wir haben den Nesa-Bild. Schade. Da ist dem die Korpus mit Brand natürlich nicht so effektiv. Kann allerdings Panik hervorrufen bei den Gegnern. Und wir können gewisse Bereiche ein bisschen absichern mit unserer Brandspur.
So, wo ist der Gegner? Wir hören ihn doch. Nope. Puh, da haben wir aber Schwein gehabt. Achso, hier war der Eingang. Manchmal wird das ein komisch angezeigt. Ach, runtergerutscht. Die Dinger kann man immer mal mitnehmen. Können den Scanner ja sowieso aktiviert lassen. Schießen tut ja unser himmlischer Zwilling. Noch einer? Uhu, knappe Kiste. Hier können wir ordentlich farmen und sammeln. Ach so, wir müssen sowieso 8 Armaturen starten. Das machen wir doch. Aber das Prinzip habt ihr verstanden. Zur Not kann ich euch die ja auch rausschneiden, damit das Video nicht allzu lang wird. Joa. Ja, und bei Einzelschusswaffen kann ich nur empfehlen, legt euch die Schusstaste auch aufs Mausrad zum Scrollen. Im PvP ein bisschen scheiße für die Feinde und Gegner. Also nicht ehrenhaft, wenn man so sagen möchte. Aber für das PvE habt ihr so eine viel höhere Schussrate, die ihr einsetzen könnt. Ihr hört die Schussrate ja an Wukong, himmlischer Zwilling. Wenn ich so schnell wie möglich drücke, einfach nur die Schusstaste, sind wir langsamer. So, Energie holen. Und dann geht es ab. Und hinunter. Also Warframe als Grinds-Game immer noch ein, zweimal Favoriten. Klar kann man sagen, es ist repetitiv. Das ist aber nun mal halt ein Grind-Game. Aber die Skills und die Grafik sind schon was für sich. Kann man mir sagen, was man will. Und die Story und das Universum ist ebenfalls sehr schön gemacht. Auch die Deathstreams zeigen die Leidenschaft der Beteiligten, Entwickler, Streamer für Warframe separat. Das sind alles Leute, die gern machen, was sie machen. Und nur aus diesem Grund sollte man ja eigentlich Warframe oder auch andere Spiele spielen. Da fliegt der Wukong. Der himmlische Affenkönig. Abgehauen aus Oz. Erst nach China, sich Kampfkünste angeeignet. Und jetzt bei Warframe. Shiny secured and we're in the wind. I'll send your cut via the usual. Have a good one. Sehr schön. Das war zumindest Emblem Neues Ochse Mondjahr des Ochsen. Haben wir jetzt bekommen. Schön, schön, schön. Ich glaube, ich hatte noch andere gesehen. Und die müssten dann rein theoretisch, wenn dem so ist, wie ich denke, nach zeitlichen Abständen wechseln. Und dann könnt ihr euch noch andere farmen. So, wir sind aber durch. Können austreten aus der Gruppe. Ja. Und wir sind nochmal auf Deimos, um zu schauen, ob es hier was Neues gibt. Denn wie gesagt, wir waren ja eine Weile nicht da. Nein. Ortak, immer noch dasselbe. Aber auch hier müssten wir rein theoretisch weiterfahren. Aber wie gesagt, die Zeit. Heile die Familie müssen wir noch tun. Pheromones. Enthält. Ah, okay.
Wenn ich die jetzt kaufe und mir die Andenken hole. Andenken Sohn ist immer schwer zu bekommen. So, jetzt habe ich das. Andenken Vater bekommen wir so genügend. Aber das ist gut, da kann man sich die Andenken wie von der Tochter und dem Sohn diese Dinge holen. Da man die ja doch eher seltener macht. Also das Fischen und das Jagen. So, und hier, genau, gibt es jetzt auch neue Kitgun-Teile. Ach, wir müssen hier reingrinden. Wir haben noch nicht mal die Waffen gebaut, aber gut. Das ist langfristig für den Meisterrang. Das Aufleveln. Lavas müssen wir noch holen. 5000, ja. Die Waffen, das wollen wir auch noch tun. Achso, Moment. Kitgun bauen. Ihr seht ja, ne? Dann die Lader. Und die gibt es dann eigentlich auch befallen hier. Ja, es gibt noch einiges zu tun. Ah, ein Kollege. Schönen guten Tag. Echte Überraschung, dich hier zu sehen mit der fast selben Farbgebung. Was war das? Necros oder war das Hydroid? Er hat ein bisschen mehr Gelbton, ich habe ein bisschen mehr den Grünton. Aber schön, Leute mit demselben Geschmack zu sehen. Gucken wir gleich nochmal hin. Okay, sind wir ja eh noch nicht um genau, weil uns die Systeme fehlten. Hier, die Ballistikmatrix und den Lauf. Spulcrum. Okay, ja, den Necramech, den müssen wir auch noch bauen. Aber es kommt halt in solchen Abständen so viel krasser Kack auf uns zu. Ist nicht mal feierlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aha, jetzt sehen wir uns endlich. Spawn 87. Monster AG. Komm, meditier mit mir. Als Wukong solltest du das doch wohl können. Ja, sehr schön. So lobe ich mir das. Ja. Dann soll es das hier gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Content gefällt, lasst doch gerne ein Like, Comment oder Abo da. Und ich werde mal versuchen, jetzt mehr wieder auf die Neuigkeiten vom Warframe einzugehen, wenn was Neues kommt. Die Twitch-Streams von den Devs schaue ich ja auch öfters. Ja, und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal und ein schönes Wochenende. Tschüss!